So, jetzt bedanke ich mich erstmal bei Simon. Der hat mir nämlich diese beiden Steckboards hier geschickt. Dieses Steckboard und dieses Steckboard sind beides Geschenke von Simon. Zusätzlich hat er mir noch so eine tolle Kiste geschickt mit Verbindungsstücken und ich habe mir mal die Zeit genommen und eine Schaltung aufgebaut. Weitere Credits gehen an Shango066, der Urheber, oder was heißt der Urheber, bestimmt nicht der Urheber, aber der mich auf diese Idee gebracht hat. Nämlich hat er mal ein Video gezeigt von einem Radio, bei dem man eine UKW-Frequenz einstellen konnte und hat mir oben zwei oder drei Zusatztasten für sogenannte Zusatzprogramme. Also ihr stellt eine UKW-Frequenz ein, 100 MHz, und habt dann halt einen Radiosender auf der Frequenz. Jetzt stellt euch aber vor, euer Radio hätte noch Tasten und ohne dass ihr die Frequenz verstellt, könnt ihr, wenn ihr die Tasten drückt, auf einmal andere Programme hören, obwohl ihr immer noch auf 100 MHz seid. Der Trick an der Sache oder wie das gemacht ist, ist eigentlich recht einfach. Nämlich werden dem 100 MHz FM-Träger noch zwei oder drei, je nachdem, amplitudenmodulierte Programme zusätzlich aufmodelliert. Am normalen UKW-Radio hört man die nicht, da 90 Kilohertz kann man nicht mehr hören und außerdem ist das Ganze ja amplitudenmoduliert. Und wenn man auf die Zusatzprogramme schaltet, hört man wiederum den FM-Teil nicht, also das UKW-Hauptprogramm, sondern hört die Zusatzprogramme. Schaltungstechnisch haben die das mit ZF-Bereich gemacht. Ich habe das allerdings ein bisschen anders gemacht, da ich keinen Zugriff auf die ZF habe. Ich habe hier den NF-Out von diesem kleinen Radio und verbinde den NF-Out mit folgender Schaltung, vereinfacht dargestellt. Ich habe entweder die Möglichkeit, hier P1, Programm 1 zu hören, eben das normale UKW-Programm, das ist in dem Fall Deppentechno, den ich mir von Iflose mal ausgeliehen habe. Oder ich habe die Option, das Programm 2, P2 zu hören, indem ich den NF-Teil erst auf einen Schwingkreis gebe, der auf 70 kHz circa abgestimmt ist, die man dann nicht hört, und dann hier die AM demoduliere und dann habe ich das Programm 2. Natürlich ist das ein bisschen mehr Schaltung, das ist noch ein HF-Verstärker und so weiter. Ich habe es nur aus erklärungstechnischen Gründen so einfach dargestellt. So, sendetechnisch habe ich das Ganze so gemacht, dass ich mit einem Timer-IC die 70 kHz erzeuge. Hier habe ich dann den Amplitudenmodulationsdings, AM-Modulator, Schrägstrich Endstufe. Hier habe ich den Schwingkreis, der auch die 70 kHz stark rausfiltert. Hier kann ich den Pegel einstellen von meinem Hilfsträger. Und die Spule hat ferner die Funktion in dem Fall und in dem Fall, dass das normale Audioprogramm, eben in dem Fall der Deppentechno, dass der nicht hörbar ist. Denn für normale Musik, die im Bereich von, sagen wir mal, 50 Hz oder 20 Hz bis 20 kHz ist, ist die Spule mehr oder weniger ein Kurzschluss. Für aber die hohe Frequenz, für die 70 kHz, vor allem mit dem Parallelkondensator, bildet sie einen hohen Widerstand und so kann die Frequenz passieren. Dasselbe passiert ja am Empfänger. Hier habe ich jetzt einen Draht oder eine Klemme, die geht zu einem Lautsprecher und jetzt hören wir uns mal das erste Programm an, das Programm 1, direkt am NF-Out, das ist jetzt Deppentechno. Machen wir ein bisschen lauter. Also man kann es sehr klar und deutlich hören. Also man hört jetzt sehr deutlich, dass hier wirklich nur Deppentechno läuft, also die Musik von Iflose oder nicht von Iflose, die ich mir halt ausgeliehen habe von ihm, er hat sie nicht gemacht, aber er verwendet sie. Also man hat sehr deutlich Deppentechno gehört, nur Deppentechno auf Kanal 1, Programm 1, hier. Und jetzt gehe ich mal in den Ausgang von dem Demodulator und dann hören wir nur Night Rider, also die gesprochene Sache von Night Rider. Wir hören nicht mehr Deppentechno, weil ja der Deppentechno quasi hier drückt. Weil der Deppentechno hier quasi kurzgeschlossen wird. Jetzt hören wir am Ausgang des Demodulators bloß noch Night Rider. Okay, wir konnten jetzt sehr deutlich hören, dass beide Programme sehr gut unterschieden werden können, aufgrund dieser Technologie. Schaut dazu einfach mal das Video von Shango066 an, der führt das noch ein bisschen besser vor. Interessanterweise oder informationsweise wird diese Technik auch im Minispionebereich eingesetzt oder wurde eingesetzt. Dort wurde ein FM-Signal mit ca. 50 kHz, waren es glaube ich, oder 100 kHz, eins von beiden, wurde auf den FM-Carrier aufmodelliert, auf den FM-Träger, und wenn man dann Radio auf die Frequenz eingestellt hat, hat man auch nichts gehört. Nur wenn man den entsprechenden Zusatzempfänger hat, hat man was gehört. Das ist aber recht alte Minispurne-Technik, aber das steht in meinem großen Minispurne-Buch, dann, dass es das so gemacht wurde. Wenn jemand, der über das Band scannt, der empfängt nur einen Leerträger. Jemand, der aber weiß, dass da eine Information enthalten ist und den entsprechenden Empfänger hat, kann das Programm entsprechend abhören. Okay, das war jetzt ein kleines Video von mir zu dem doppelt modulierten UKW-Sender. Allerbeste Grüße, Stefan.